Es ist naheliegend, Jugendliche, die schon einmal bei einem Beteiligungsprojekt dabei waren, auch zur Teilnahme an einem neuen Projekt einzuladen. Dafür muss man jedoch ihre Daten aufbewahren. Ist das erlaubt? Eine solche Möglichkeit besteht. Im Rahmen einer Einwilligung können die Teilnehmenden bestätigen, dass beispielsweise Adresse und E-Mail-Adresse für bestimmte Maßnahmen weiterverwendet werden dürfen.